Dyson Airwrap ist ein Meisterwerk britischer Ingenieurskunst. Von manchen gehasst, von vielen geliebt. Schauen wir uns in diesem Video mal mein Fazit nach ungefähr einem Jahr, wie ich ihn jetzt in Benutzung habe, an. Lohnt sich der Kauf? Was muss man beachten? Alle Fragen beantworte ich jetzt in dem Video. Herzlich willkommen! Es gibt viele Videos und viele Meinungen zum Dyson Airwrap und in diesem Video sage ich einfach mal meine dazu und mein Fazit nach nun einem Jahr, wie ich ihn jetzt im Besitz habe und intensiver Friseurarbeit, denn ich benutze dieses Ding hier wirklich in meinem Salongeschäft zum Styling, obwohl es ja eigentlich eher ein Produkt ist, was für den Endverbraucher für zu Hause ist. Der Dyson Airwrap ist ein etwas teuer und etwas aufwendig gestalteter Föhn, der eigentlich nur so herum gestaltet ist. Hier kommt die Luft raus und mit verschiedenen Aufsätzen kann man dann einfach sich so stylen, wie man das möchte. Kinderleicht und ja, als Fachmann muss man da ein bisschen schmunzeln, wie durchdacht dieses Produkt ist. Wegen seiner rundlichen Form und weil er ja mit diesen Aufsätzen auch Wellen und Locken zaubern kann, wird er als Lockenstab bezeichnet. Das ist überhaupt nicht richtig, denn der Dyson Airwrap funktioniert wie ein Föhn, einfach nur mit warmer Luft. Und wenn ihr ihn benutzen wollt wie einen Lockenstab, dann ist das schon mal der erste Fehler, denn dann werdet ihr enttäuscht sein, das ist er nicht. Wir haben verschiedene Aufsätze. Es gibt einmal diese Lockenaufsätze in groß und in klein für kürzere und feinere Haare. Dann gibt es auch noch normale Glättbürstenaufsätze, wenn man die Haare glätten möchte oder glatt föhnen möchte. Es gibt auch noch eine ganz normale Rundbürste. Keine Angst, sie dreht sich nicht. Das ist einfach wie eine normale, hochwertige Föhnbürste. Dann kann man ihn auch noch mit diesem Aufsatz hier ganz normal als Föhn für die ganze Familie benutzen. Und das ist ganz praktisch, denn so kann man auch bei kurzen Haaren, kommt man den Hinterkopf gut ran und so können auch Leute mit meiner Haarlänge sich die Haare ganz gut föhnen. Also eigentlich ein Föhnprodukt für die ganze Familie, weil da ist alles dabei, ob nun Locken, glatte Haare oder einfach kurze Haare normal trocken föhnen, kann man damit machen. Der große Vorteil vom Dyson Airwrap ist, dass es natürlich kein normaler Föhn ist, sondern mit diesen speziellen Aufsätzen, gerade auch mit diesen runden Lockenaufsätzen, föhnt er euch eine Föhnwelle oder eine Föhnfrisur, wie sie sonst nur Friseure hinbekommen. Und das kinderleicht, ihr müsst ihn einfach nur reinhalten. So wird es von der Werbung suggeriert. Natürlich einfach nur reinhalten, das kann ich jetzt schon mal sagen, nach intensiver Arbeit damit, das funktioniert nicht so einfach. Ihr müsst schon ein bisschen was beachten, damit die Locken auch wirklich funktionieren. Ihr müsst die Haare ein bisschen abteilen, ihr müsst ein bisschen darauf eingehen, wie eure Wuchsrichtung und anderes ist. Und ja, man muss sich so ein bisschen damit einfädeln. Das ist natürlich wie bei allen Geräten. Wenn ich jetzt einen Thermomix geschenkt bekomme, dann bin ich auch nicht von heute auf morgen ein Sternekoch. Es gibt noch ein bisschen was zu beachten. Ich würde euch immer empfehlen, beziehungsweise mache ich es bei mir im Salon immer so, wenn ich was style, müssen die Haare natürlich ein bisschen trocken sein. Am besten lassen sich die Haare umformen, wenn sie ungefähr 80% der Haare schon trocken sind. Von Ansatz bis Spitze nach Möglichkeit gleichmäßig. Ich würde euch, wenn ihr Locken macht, immer noch empfehlen, dass die Spitzen schon ein kleines bisschen trockener sind, da es schwieriger ist, dass die Spitzen sich vernünftig um die Haare drumherum legen, als beim Rest der Haare. Und damit es nicht zu unschönen Spitzen kommt, einfach die schon mal, dass sie ein bisschen trockener sind. Also der Dyson Airwrap kommt quasi in der großen Verpackung, so wie er ist, schon fertig. Aber was ihr noch dazu kaufen solltet, auf jeden Fall Abteilclips. Verlinke ich euch mal unten in meinem neuen Amazon-Store. Die nächste Sache ist auch noch, diese Aufsätze, die standardmäßig mitgeliefert werden, sind für Haare ungefähr ein bisschen über die Schulter. Sollten eure Haare länger sein und noch kräftiger sein, müsst ihr die Long-Version kaufen. Die sind einfach länger gehalten und damit kann sich noch mehr Haar drumherum legen. So wie das die Leute in den Dyson Vorführvideos machen oder auf irgendwelchen kurzen Shorts, einfach mal reinhalten, hier mal reinhalten, zack und Blowout und ich sehe den ganzen Abend aus wie Sandra Bullock bei Oscarverleihung. Das kann ich als Friseurmeister auch nicht. Ich muss die Haare auch vorher abteilen, ich muss sie vorföhnen, ich nehme noch einen Festiger vorher rein, damit es ein bisschen besser hält und hinterher kämme ich sie aus. Und ja, auch die Locken hängen sich ein bisschen aus. Wir kriegen keine schönen Locken so definiert hin, wie es ein Lockenstab macht, aber die Haare sehen dann einfach lockig geföhnt aus. Und wenn euch das nicht genug ist, kann man das zum Beispiel auch noch mit einem Lockenstab ja nochmal nacharbeiten. Das heißt ja nicht, dass nur weil ihr den Dyson Airwrap habt, dass ihr nicht auch noch andere Styling-Werkzeuge dazu nehmen könnt. Dadurch, dass ja der Dyson Airwrap die Haare gleich schon trocknet und dabei umformt, spart man schon mal einen Zwischenschritt. Und ja, auch die Aufsätze sind super durchdacht und sehr tricky. Dazu habe ich schon mal ein anderes Video gemacht, in dem ich den Dyson Airwrap Review. Das ist ja nun mal ein Fazit. Und kommen wir zum abschließenden Statement. Würde ich mir den Dyson Airwrap nochmal kaufen, obwohl er ja relativ teuer ist?
Aber ja, auf jeden Fall. Ich bin total begeistert und ich muss gestehen, ich habe ihn mir eigentlich nur gekauft, um darüber ein Video machen zu können und hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt so häufig, also ich benutze ihn eigentlich fast täglich. Es geht viel schneller, es macht viel mehr Spaß. Die Haarqualität ist auch dadurch besser, da eben der Dyson Airwrap ja auch ein sehr hochwertiger Ionenföhn ist und die Haare angesaugt werden, fühlen sich die Haare hinterher einfach schöner an. Und es ist auch die haarschonendste Variante, wie man sich die Haare trocknen und stylen kann. Wenn ihr euch die Haare gern stylt und da ein Faible für habt, kauft euch den Dyson Airwrap. Ich kann ihn jetzt auch nach einem Jahr intensiver Benutzung nach wie vor nur empfehlen.